An Sicherheit wurde hier am Amtsgericht Blumenthal heute nicht gespart. Das Gericht befürchtete Ausschreitungen. Alles, weil er angeklagt ist. Mark K. Wegen Volksverhetzung über Facebook in drei Punkten. Ja, ich halte mich für unschuldig, da ja Facebook ja grundsätzlich erstmal als Privatunternehmen agiert und das Internet ja eine Illusion ist, also eine Fiktion. Und das hat nichts mit Öffentlichkeit zu tun. Dass das Internet nur eine Illusion ist, sah die Staatsanwaltschaft anders. Deshalb musste sich Mark K. heute dafür auch verantworten. Die Polizei sorgt auch im Saal für Sicherheit. Das Gericht erklärt, was genau K. vorgeworfen wird. Straftaten wie Volksverhetzung, wie auch Kennzeichenmissbrauch und eben auch Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen. Auf Facebook soll Mark K. unter anderem Angela Merkel mit Hakenkreuzen gezeigt haben. Er soll den Holocaust geleugnet haben und er soll, ähnlich wie hier auf diesen Bildern aus dem Internet zu sehen, Fantasienummernschilder mit den Farben des Deutschen Kaiserreichs an sein Auto gebaut haben. Ein Zeuge des Staatsschutzes bezeichnete das im Prozess als Reichsbürgerverhalten. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland, ihre Gesetze und ihre Verwaltung nicht an. Sie glauben vielmehr, dass sie in einem deutschen Reich leben. Über dessen tatsächliche Grenzen herrscht in der Szene aber Uneinigkeit. Häufig erklären sie ihre Häuser und Grundstücke zu eigenen Staatsgebieten. Wie dieses Beispiel aus der Bremer Neustadt zeigt. Bundesweit gibt es etwa 10.000 Reichsbürger. Nur ein kleiner Teil von ihnen gilt laut Verfassungsschutz als rechtsextrem. In Bremen soll es 100 Reichsbürger geben, Tendenz allerdings steigend. Sie werden auch hier vom Verfassungsschutz beobachtet. Das Gericht war vorsichtig mit der Reichsbürgervermutung. Es geht hier natürlich darum, dass unter anderem das ein Autokennzeichen überklebt worden ist mit einem schwarz-weiß-roten Aufkleber und einem D in der Mitte. Und zwar ist da der Bereich EU überklebt worden. Dann ist ein Fantasiekennzeichen angebracht worden. Das sind schon Verhaltensweisen, die wir auch aus dieser Szene kennen. Aber ich sage es nochmal, mir liegen keine Informationen darüber vor, dass der Angeklagte dieser Szene angehört. K. selbst bestreitet vehement, Teil der Reichsbürgerszene zu sein. Er sei vielmehr Bürger eines längst untergegangenen Staates. Für Nicht-Eingeweihte ist das alles nicht so leicht zu begreifen. Also sind Sie Bürger dieses Deutschen Reiches? Nein, ich bin Staatsangehöriger. Wessen Staates? Wenn man das genau nimmt und das Staatsangehörigkeitsgesetz anschaut, wäre ich Preuße durch Geburt und Abstammung. Ob nun gebürtiger Preuße oder Bundesbürger. Für die befürchteten Tumulte sorgte das Urteil nicht. K. verließ das Gericht mit einer Geldstrafe wegen Volksverhetzung und dem Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole.